In diesem Video erfahrt ihr, was wir im Juli so alles Feines gespielt haben. Ja, wir haben, glaube ich, 21 oder 20 Spiele gespielt. Wir haben insgesamt 20 verschiedene Spiele gespielt. Davon waren 9 Spiele das erste Mal. Und in Summe waren wir bei 31 Spielen, Partien ungefähr. Ja, und was wir genau gespielt haben, das erfahrt ihr jetzt. Hallo, hier sind die Hausies, Tanja. Thorsten. Und Familie Enterich, nicht zu vergessen. Ja, diesen Monat haben wir wieder einiges gespielt, wie wir gerade schon gesagt haben. Richtig. Die wollen wir euch natürlich alles zeigen und ein bisschen was darüber erzählen, was wir so Feines gespielt haben. Da würde ich vorschlagen, gehen wir wie beim letzten Mal oder davor die Male auch so vor, dass wir uns mit den Spielen beschäftigen, wo wir klein anfangen. Das heißt also die wenigste Spielzeit oder auch die ersten Partien gespielt haben. Und dann steigern wir uns dann so langsam mal in der Häufigkeit der Art der Spiele, wie oft wir sie gespielt haben oder wie lange wir sie gespielt haben. Genau. Und ja, ihr seht, das Regal hinter uns ist ein bisschen leerer geworden, weil wir natürlich viele Spiele schon hier bei uns aufgebaut haben, damit wir einfach zugreifen können überall, wo wir dann jetzt die Spiele herholen. Und ich würde sagen, wir fangen direkt mal an. Und ja, die ersten Informationen hast du ja schon gesagt. Und ja, das Spiel, was auf Platz Nummer 20, also nicht Platz, sondern ja, das 20. Spiel, was wir in diesem Monat gespielt haben, das war das Neinhorn. Ein Neuzugang war also die Erstpartie, die wir da gespielt haben, ist gespielt worden von uns und einem Freund an einem kleinen Spieletag, den wir hatten. Und ja, willst du anfangen, wie es... Ja, es war eigentlich lustig. Also man musste... Also gelacht haben wir auf jeden Fall. Gelacht haben wir auf jeden Fall. Was man halt... Erstmal ab und zu ist man halt rausgekommen aus diesem Rhythmus, aber irgendwann hat man dann schon gemerkt, dass man halt dann, man muss ein bisschen überlegen, man darf nicht sofort was sagen, sondern man muss 1-2 Sekunden einfach den Karten Zeit geben und dann was sagen, dann geht es besser, habe ich gemerkt. Gut, wir dürfen jetzt auch nicht vergessen, mir hat es auf jeden Fall auch Spaß gemacht für den Ersteindruck. Es sind natürlich noch weitere Regeln drin, die das Ganze etwas komplexer machen, beziehungsweise der Autor gibt uns auch hier die Freiheit, selbst dann auch noch Regeln zu erstellen. Das haben wir jetzt noch nicht gemacht. Wir haben uns jetzt wirklich nur auf den Kern der Regeln bezogen, also auf das, was auf den Karten drauf ist, müssen wir halt ein Wortlaut geben. Und mir hat es Spaß gemacht. Und die Gestaltung fand ich echt putzig mit dem Neinhorn oder dem Hamster oder dem Nahhund. Genau. Ach, du hast es noch richtig auf... Ja, wir können direkt loslegen. Teilst du aus? Ja, fast. Es ist ab zwei spielbar. Haben wir noch gar nicht jetzt zwei gespielt? Ja, wir haben zu dritt haben was gespielt. Zu dritt als Erstpartie ist schnelles gespieltes Spiel, leicht erklärt. Wir haben Karten auf der Hand, die wollen wir der Reihe um loswerden, indem wir eine Karte abwerfen. Und dann muss man dabei auch das Wort sagen, was dann mit der Karte assoziiert wird. Bei dem Neinhorn zum Beispiel das Nein oder bei der Tochter des Königs das... Ja. Warum? Warum? Warum war das? Ne? Oder beim Hamster heißt es hä? Und so wirft man dann die Karten in den Raum und muss dann auch sofort quasi das Wort sagen. Und naja, wenn sich einer da verhaspelt hat, der kriegt dann den Kartenstoß, legt den an die Seite und das sind danach seine Minuspunkte. Mhm. Naja, und dann gibt es noch weitere Karten, wo man das ein bisschen aufpimpen kann und ein bisschen komplexer gestalten. Ist halt so ein kleines Partyspiel, was wir jetzt so zum Aufmuntern zwischendurch da haben, was man halt mal eben so zwischendurch spielen kann. Ist natürlich kein Spiel, was man jetzt den ganzen Abend spielt. Ja, aber ich würde es auf jeden Fall nochmal spielen wollen, schon alleine, weil ich wissen möchte, wie es mit den anderen Regeln funktioniert. Und sehr witzig dabei ist, wir haben so kleine geheime Erweiterungstütchen mit drin, wo dann noch hinten drauf steht. Öffne dieses Päckchen erst, wenn du so und so viele Partien gespielt hast. Dann muss man das ankreuzen da drauf. Mhm. Und dann sind noch andere Karten drin, die wir selber noch gar nicht kennen. Ja, wie im letzten Monat kam in diesem Monat auch Cosmic Factory wieder auf den Tisch. Haben wir einmal gespielt. Richtig, eine Partie gespielt, sehr flott gespielt, 21 Minuten. Ja. Hat mir nach wie vor wieder Spaß gemacht. Ne? Mhm. Wir sammeln Galaxien und wollen damit Siegpunkte haben. Hier finde ich einfach witzig und knuffig, dass wir eben halt tatsächlich dann eben nicht unbedingt damit die besten Punkte machen, wenn wir jetzt eben halt 9 oder 10 von einer Galaxie, also einer Farbe sammeln, so, und die am Stück haben sollen. Die, wenn, dann sollte man die vielleicht aufteilen, weil ich eben halt sowieso nur eine gewisse Maximalpunktzahl kriege für 4 bis 5 Planeten, dann bringt mir der 6., 7. Planet on top auch nichts mehr. Dann mache ich lieber eine zweite Gruppe auf. Ja, dann haben wir die erste Partie Space Dragons gespielt. Richtig, von Pegasus, neu bei uns eingezogen, ein Stichspiel. Ja,
Ja, Stichspiele spielen wir ja ganz gerne bei uns im Haushalt. Habt ihr ja bestimmt auch schon mitgekriegt. Und ja, das ist also jetzt ein besonderes Stichspiel, was mir auch wieder einiges an Spaß gemacht hat, muss ich sagen. Und was bestimmt auch wieder öfters oft bei uns auf den Tisch kommen kann, ist leider erst Sehr gerne. dreispielbar. Wie die meisten Stichspiele halt auch. Hier haben wir, finde ich, einfach, es mir Spaß gemacht, diesen besonderen Kniff, dass wir eben tatsächlich von den Stichregeln sehr einfach sind. Es gewinnt einfach nur die höchste Karte. Farbe ist egal. Und hier ist aber die Besonderheit dabei, dass wir vorher die Karten quasi erstmal draften und dann eben halt aber auch beim Auslegen der Karten die nicht als Stich beiseite legen, sondern man legt die quasi seine eigene Karte weiter bei sich vor sich ab, die nämlich im Laufe des Spiels durchaus so eine Bewandtnis hat, um Genau. Siegpunkte zusätzlich zu bekommen für zusätzlich zu den Drachen. Wer hat die glücklichste Crew, wer hat die kriminellste Crew, der kriegt dann Minuspunkte unter Umständen. Da habe ich, glaube ich, auch ganz gut gespielt, ne? Für ein Stichspiel. Ja, ich denke schon, wenn man jetzt mal kurz da reinlinst. Ist auch immer wieder interessant zu Ja, wissen. du hast das Spiel gewonnen mit 49 Punkten. Unser Freund, schöne Grüße an dieser Stelle schon mal, falls du zuguckst, der hat mit 46 Punkten knapp daneben gelegen. Knapp daneben, ne? Knapp dahinter, ja. Und ich bin mit 36 ein bisschen abgeschlagen gewesen. Aber immer Aber noch trotzdem nah beieinander sind gewesen. wir sind ja schließlich noch dabei, auch die Spiele zu entdecken. Genau. Ja, dann kam mal wieder auf deinem Tisch, ja, auf deiner Seite, das Ja, Spiel. da freue ich mich immer drüber, wenn wir das zusammen auf den Tisch bringen, wir zwei. Wir spielen es ja derzeit zu zweit. Die Abenteuer des Robin Hood bei Cosmos erschienen. Macht mir nach wie vor Spaß, auch wenn wir es dann an dem Abend, wo wir es gespielt haben, sehr spät gespielt haben und es auch dann leider sehr schnell vorbei war. Es war sehr schnell vorbei, aber ich glaube, wir waren müde und wir haben gesagt, okay, wir spielen das Spiel, aber wir waren vielleicht nicht so richtig fit und wir haben nicht richtig nachgedacht oder ich habe nicht richtig nachgedacht. Ich habe irgendwie, weil das letzte Spiel Naja. wieder so lange her war, habe ich irgendwie mit den Regeln, habe ich vergessen, wir müssen ja auch noch Müssen die Leben Hoffnung der bekommen. Bevölkerung Genau, oben halten, sonst ist das Spiel den vorbei. Punkt habe ich einfach vergessen in dem Moment. Ich habe gedacht, ja, wir können das Spiel, wir wissen ja, worum es geht und ja, und dann hatte ich diese eine Sache vergessen und du wolltest immer unbedingt da den einen Ja, auf das war den Mütze lustig. hauen und ich habe gesagt, nein, wir müssen doch da zum Sch ich will jetzt nicht spoilern. So, aber er wollte unbedingt da rumhauen und ich habe nicht verstanden, warum will er denn, die haben doch nichts zu tun und die sind doch viel zu weit weg. Warum will er den jetzt, will er die jetzt Ja, verhauen, ne? So à la Robin Hood mäßig, ja. überfallen, habe ich nicht verstanden in dem Moment. Aber hinterher wusste ich dann, okay, ja, jetzt weiß ich wieder, warum er es wollte. Ja, Aber da war es zu spät. Also dann, 25 Minuten darf man da nichts laut sagen, ne? ja, dann haben Uiuiuiui. wir jetzt auf jeden Fall einen Grund, es nochmal dann in dem Kapitel 3 ist das, glaube ich, wo wir gerade Ja, sind, wir nochmal sind auf immer den noch im Tisch zu 3. bringen, um dann jetzt mal dann mit voller Energie nochmal da reinzugehen. Und jetzt weißt du Bescheid, Adeligen ruhig auf die Mütze hauen, damit die Hoffnung der Bevölkerung oben ist. Ja, ich werde es hoffentlich das nächste Mal beachten. Ja, wenn nicht, dann hör doch mal auf deinen Mann. Glaube, wir sind hier in der falschen Sendung. Ja, dann als nächstes, das ist wieder auf meiner Seite, haben Oh wir ja, schön. mal wieder auf dem Tisch Endlich gehabt. mal wieder. Endlich mal wieder. Das war, glaube ich, das erste Mal in diesem Jahr. Ja, das ist fast ein Jahr her gewesen, dass wir das letzte Mal gespielt haben. Eigentlich schade. Aber ja, wenn man viele Spiele hat, manchmal übersieht man halt die Spiele, wenn die Spiele hintereinander stehen teilweise. Und ja, wir haben es aber mal wieder gespielt zu zweit. Ja, wir beide abends mal ganz gemütlich in einer Runde zufälligerweise die Gebäudeplättchen gemischt und dann rausgelegt. Und ich habe irgendwie voll Pech gehabt an dem Tag. Das war auch so, irgendwie habe ich an dem Tag nicht gut Ja, gespielt. du warst abgelenkt. Ich war abgelenkt, ich habe nicht die richtigen Karten gezogen, beziehungsweise ich habe mich so oft diese Auftragskarten geklammert, und wegen diesen paar pummeligen, ja, wenigen Punkten und habe dann das andere außer Ja. Acht gelassen. Und du hast dann die ganzen Materialien, Holz und sonstiges und hast richtig schön Ich überall habe es geschafft, geerntet. meine kleine Engine aufzubauen, Genau. richtig. Und ich habe überhaupt nicht, ich hätte mich eigentlich dazwischen stellen müssen. Und nein, ich dann in dem Moment war mir wichtiger, nein, ich muss meine Aufträge erfüllen und habe aber nicht, ich hätte dazwischen gehen müssen. Das war mein Fehler. Da habe ich total verloren. Also das war jetzt punktemäßig, das wollen wir eigentlich gar nicht wissen, was das für ein Nein, Punktestand war. aber es lohnt sich tatsächlich, das Aber immer wieder mal auf den Tisch zu bringen, habe ich ja. festgestellt, weil es ist doch ein wirklich schöner kleiner Worker Placement, wo man Arbeiter einsetzt. Vorher, wenn man möchte, kann man die Gebäudeplättchen draften. Das bringt eine Menge Varianz eigentlich mit. Und ich habe so eine kleine Hoffnung, auch wenn es eine ganze Weile bei uns auch nicht auf den Tisch gekommen ist, es dürfte für uns gerne auch noch mal eine kleine Erweiterung geben, wo es vielleicht mehr Plättchen gibt,
weil im Inlay ist noch Platz. Ja. Dann als nächstes haben wir es mal wieder geschafft, auf den Tisch zu bringen. Wir bleiben beim Yellow Verlag. Wir haben endlich mal wieder den Kampf der Legenden Unmatched auf den Tisch gebracht, auch in einer gemütlichen Runde zu zweit, du und ich einmal zu zweit, weil nach wie vor muss ich sagen, macht es mir tatsächlich zu zweit am meisten Spaß. Fairerweise, zu viert haben wir es noch nicht gespielt, das können wir vielleicht demnächst jetzt nochmal machen. Müssen wir mal auf jeden Fall machen. Ja, ich habe diesmal den erste Mal den König Artus ausprobiert. Und ich hatte Sindbad genommen, genau. Richtig. Mhm. Und ich habe gedacht, oh, das sind gute Karten. Er hat den Sindbad, ich habe den König Artus. Ach, der Gewinn ist in meiner Tasche. Ich muss da überhaupt nicht so lange überlegen. Und irgendwie habe ich dann auch nicht wirklich überlegt und habe es vielleicht auch nicht ernst genug genommen und habe nicht vielleicht so, ja, und auch nicht die richtigen Karten gezogen. Ich habe mit dem Artus verloren. Ja, hast du. Und das aber sogar auch selber sehr schnell und sehr gemein auch, weil man muss fairerweise jetzt dazu sagen, der Sindbad war der Charakter von dem, mit dem wir bisher noch nicht so den Kniff hatten, wie funktioniert es. Vielleicht waren dann auch bei den Spielern, die den Sindbad gespielt haben, immer die falschen Karten da. Denn hierum geht es ja eigentlich. Wir haben hier immer einen Helden mit einer Miniatur und man haut sich mit Hilfe von Karten auf die Mütze. Angriffskarten, Verteidigungskarten oder Planungskarten, womit ich irgendwas anderes machen kann. Und Bewegung. Und irgendwie hatte ich dann einfach mit dem Sindbad die eindeutig besseren Karten, die so gekommen sind, wie ich sie gebraucht habe, um dann eben halt sehr schnell eine Überlegenheit auf der Fläche da zu haben. Das war dann leider so. Ich habe ganz schlechte Karten immer gezogen. Also ich habe irgendwie gedacht, das darf doch jetzt nicht sein. Wo sind die ganzen guten Karten? Die kamen dann am Ende. Ich habe dann durchgeguckt, wo die guten Karten sind, ob die nicht in einem Kartenhaufen drin waren. Aber nein, sie waren drin, aber sie waren am Ende. Das ist leider manchmal so bei kartengesteuerten Spielen. Ich muss sagen, nach wie vor, nichtsdestotrotz macht mir das Spiel Spaß. Ich möchte wirklich das Spiel mal zu viert ausprobieren, wenn jeder einen Charakter steuert. Genau. Und ganz ehrlich, ich würde mich sogar auf die Erweiterung freuen, die angekündigt sind, wenn die dann da sind. Denn wir sind mit König Artus, Alice aus dem Wunderland, Sindbad und Medusa nicht alleine. Da kommt noch ein bisschen was. Da kommt noch was. Wir sind gespannt. So, was haben wir denn als nächstes? Ach ja. Haben wir es einmal gespielt? Ja, es sind alles einmal. Das ist jetzt alles einmal Partien? Einmal Partien. Es kam mal wieder auf den Tisch. Das wilde Weltall. Das wilde Weltall, genau. Und ja. Haben wir zu dritt gespielt? Nee, zu zweit. Zu zweit, ja, genau. Aber wir wollen nicht wissen, wer gewonnen hat. Eigentlich ist es ein schönes Spiel, ja, aber warum musste ich das schon wieder verlieren? Habe ich wieder nicht aufgepasst, ich war müde an dem Abend. Nee, du hast das Pech gehabt, dass du da mal wieder versucht hast, irgendwie Karten zusammenzusammeln, die du nicht gekriegt hast. Ja, genau, das stimmt. Ich bin auf die falschen Karten gegangen. Ja, da muss ich noch ein bisschen üben. Also, ich habe schon mal besser gespielt gehabt. Das war an dem Tag irgendwie nicht so gut. Aber nach wie vor macht es mir auf jeden Fall Spaß. Und, oh ja. Wir spielen das immer wieder gerne und kommt bestimmt öfters wieder bei uns auf den Tisch. Ja, Rezession dazu machen wir natürlich auch noch. Haben wir letzten Monat schon angeteasert. Ja, dann kam ein Spiel auf den Tisch, Chakra. Ja, vielleicht fange ich jetzt da einfach mal an. Genau, wir erinnern uns vielleicht an den letzten, also in dem letzten Monat an der Spielübersicht von Juni. Mai, Juni, da ist das Spiel ja bei dir... Ja, anleitungsmäßig nicht ganz so gut. Die Anleitung ist bei mir nicht gut angekommen. Und wir müssen auch sagen, wir haben beim letzten Gespielt-Video haben wir ganz vergessen zu erzählen, wir hatten ja noch eine zweite Partie damit gespielt gehabt. Die haben wir dann auch vergessen, aber davon erzählen wir jetzt. Wir haben nämlich jetzt dann diese Partie, die wir da vergessen haben zu erwähnen, mit, ja, gedanklich mit in diesem Spiel reingepackt. Mhm. Und dann haben wir natürlich noch ein weiteres Mal gespielt. Genau, und jetzt so, nachdem ich das Spiel dann beim Erstpartie-Eindruck eher mau war, weil eben halt ich das Spiel vielleicht nicht so verstanden habe und die Anleitung auch es mir nicht leicht gemacht hat, das Spiel zu erklären, haben wir es jetzt nochmal dann gespielt. Und diesmal war das Karten oder vielmehr das Glück bei den Energiesteinziehen diesmal genau umgekehrt. Mhm. Das Erklären, wir haben es zu dritt gespielt mit einem Freund von uns, da ging es mir leichter von der Hand, wenn man eben halt die Anleitung mit den Fachbegriffen einfach beiseite lässt und sich auf den Mechanismus als solches bezieht. Das geht dann wesentlich einfacher. Ja. Und da hat es dann also auch auf einmal bei mir auch
Klick gemacht, vielleicht beim Spiel, weil das war dann auch tatsächlich eine Partie, wo ich dann auch sehr hoch gewonnen hatte diesmal. Das war die letzte Partie von der Lösung. Die letzten Partie, ne? Genau. Genau, wir haben ja zweimal zu dritt gespielt, ne? Und aber du hast dich ja jedes Mal ein bisschen, bist du besser geworden. Und wobei die zweite Partie, wo wir gespielt hatten, Ja, da war auch mit 12 Punkten oder sowas, ne? Die erste Partie war ja da war ich zwei noch ein bisschen Punkte. besser. Aber jetzt die letzte Partie, von der du gerade erzählt hast, die auch jetzt letzten Monat stattgefunden hat, da war's, hast du haushoch gewonnen. Ja, das, also da Das war war das genau sehr, umge also. das war quasi genau umgekehrt zu dem, was du eben halt mit mir bei dem ersten beim allerersten Ja, Spiel gehabt ja. hattest. Nur hinzu kam, dass natürlich dann da auch wieder wir Glück gehabt haben. Man bekommt für die erfüllten Energie Blasen, nenne ich das jetzt einfach mal. Ne, für diese Chakren bekommt man eben halt eine gewisse anfangs unbekannte Siegpunktzahl zwischen 1 und 4 Punkten. Naja, und wenn man dann Glück hat oder eben halt die Vorausschau hat, dass man weiß, wo man die meisten Punkte einsammelt, kann man auch damit natürlich die Punktekurve ordentlich nach oben drücken. Ja, aber auf jeden Fall nochmal ein Spiel, was bei uns auch nochmal auf den Tisch kommt, was wir uns auch nochmal genauer Ja, angucken werden. gerne. Hoch geht es auch weiterhin, nämlich mit Clever hoch 3. Auf Bei deiner Seite. Schmidt-Spieler ein mir persönlich immer noch gut gefallenes Roll and White. Ja, haben wir auch in diesem Jahr auch schon sehr oft gespielt, glaube ich, ne? Dieses Jahr grundsätzlich ja, und jetzt diesen Monat zumindest haben wir Einmal eine Partie gespielt. noch gespielt. Also noch sind wir bei diesen Erstspielen, die wir mal eben so schnell wegspielen nebenbei. Ja. Ich habe es gerade schon gesagt, mir gefällt es nach wie vor gut. Anfangs habe ich den Fehler gemacht, wie es vielleicht bei vielen Roll and White ist, man muss immer überall alles ausfüllen und Kreuze machen. Ist hier gar nicht erforderlich, um seine Punkte zu machen, Nee. sondern man sollte schon vorher wirklich eine Strategie haben und sogar dann die Strategie an den Würfeln dann doch in der Lage sein, anzupassen, um da wirklich sich punktemäßig zu verbessern, weil, wenn ich mal gucke, auf der Rückseite der Anleitung ist ja noch so für das Solospiel zumindest so eine Punkteskala angegeben, wo man ungefähr liegt. Nee, ist glaube ich für alle, ist das die Oder AG, für ist alle. glaube ich für alle AG. Und tatsächlich muss ich lügen, sind wir da noch tatsächlich noch Ganz stark verbesserungsbedürftig, was die Punkteanzahl weit angeht. unten sind wir da. Aber nichtsdestotrotz macht mir dieses Spiel Spaß. Wir haben es jetzt in dem Fall sogar auch zu dritt gespielt. Und das ist es also auch bei unserem Freund als Erstspiel gut angekommen. Der freut sich immer, wenn er neue Sachen bei uns auch kennenlernt. Und dann hat er schon bei einem anderen auch gesagt, das ist sogar was für meine Eltern und mich. Ja, dann kommt als nächstes ein Spiel, was wir nicht hier haben, ist ein Spiel, das zum Spieleabend mitgebracht wurde, wo wir mal wieder zusammen reingeschaut Ach haben. so, Wir hatten das ja. aber schon mal auf dem Tisch schon öfters. Das Ich ist so, freue mich. du freust dich, das ist so ein Stichspiel. So wirklich warm werde ich mit denen, glaube ich, nicht. Wobei, war ich so schlecht beim letzten Mal? Ich weiß das gar nicht mehr. Habe ich da auch so, war ich da wieder so schlecht? Also das ist ein Spiel, glaube ich. Naja, du hast, lass mal kurz gucken, mit Minuspunkten minus 70 Punkte kassiert. Ach, oh, okay, So gegenüber dem ja. Mittelfeld, unserem Freund mit 38 oder meine Wenigkeit mit 6 Minuspunkten. Ja, das sind also große Schritte zwischen uns gewesen. Ja, Blackbird. Blackbeard, ja. Ist Blackbird. ein wirklich witziges Stichspiel für die, die es von euch nicht kennen. Witzig, für wen? Der ja für alle Beteiligten mit Tanja mitspielt, muss man wirklicherweise sagen. Denn der Clou dabei ist, wir haben Blackbeard, man kennt den Piraten, verschiedene Stichkarten mit Nationalitäten. Wir haben Spanien, England, Franzosen zum Beispiel und auch Piraten dazwischen. Das Gemeine dabei ist, man möchte die Piraten eigentlich gar nicht haben, weil jeder Pirat ist Minuspunkte wert. Und dann gibt es natürlich noch den berühmt-berüchtigten Captain Blackbeard. Der ist aber nicht eindeutig als Pirat zu erkennen, sondern er kommt in einem, von der Kartengestaltung her, einem britischen Gewand daher. Genau, man muss schon genau hingucken. Und wenn man sich dann nicht genau Und hinguckt, wenn man dann den Stich bekommt und Blackbeard drin ist, der alles sticht, dann ist dann alleine dieser Blackbeard schon alleine 10 Minuspunkte wert. Naja, und wir haben es schon öfter erlebt, dass meine Frau, unsere Mitspielerin, die Tanja, aus wirklich Herzenslust dann den Stich da rausballert, weil sie denkt, sie kriegt den Stich nicht, weil da liegen ja die Piraten. Und dann ist es doch der Blackbeard, den sie da reingeworfen Aber hat. das war aber nicht beim letzten Mal. Beim letzten Mal habe ich nicht so, da habe ich mich ja beherrscht, da habe ich ja ruhig Ja, gespielt. da Aber hast ich du habe aber trotzdem trotzdem keine verloren. Blackbeard und Ich trotzdem habe keine trotzdem, Blackbeard da rein. ja, der kam trotzdem da rein. Also das war also wirklich, nee, also das ist ein Spiel. Ich glaube, das Spiel und ich werden noch, wir werden keine Freunde. Also wenn ihr tatsächlich Lust auf Stichspiele habt, schaut euch das ruhig mal an.
So wie ich das mitbekommen habe, gibt es da wirklich keinen offiziellen Verlag, der das im Vertrieb hat, sondern das kann man direkt bei den zwei oder drei Leuten selber bestellen, die das dann also auch herstellen. Über Amazon war das, glaube ich, Oder Amazon bestellt, hat das, oder? glaube ich, gehabt oder so. Aber es ist ein Eigenvertrieb auf jeden Fall. Und mir macht es tatsächlich echt eine Menge Spaß. Ja, weil ich da nicht so Nein, nicht, weil verliere. du jetzt Nein, verlierst, nein. sondern einfach, weil ich finde diesen Clou dahinter echt klasse. Also mir gefällt es nicht so sehr. Jetzt nicht, weil ich da immer so hochkant verliere. Das habe ich bei anderen Spielen ja auch. Was mir jetzt nicht dabei so gefällt, ist einfach das Design. Die Karten sind sich zu ähnlich, finde ich. Und das ist dann schon, das irritiert, wenn man dann auch auf die Karten achten muss. Was hat denn jetzt, welche Nation ist denn das jetzt wirklich? Da sind überall die Länderflaggen drauf. Ja, aber nein, es ist farblich nicht so großer Unterschied. Die sind sich zu ähnlich. Also ich muss es nicht unbedingt nochmal mitspielen. Es gibt so viele andere Stichspiele, die machen mir viel mehr Spaß, auch wenn ich sie vielleicht nicht gewinne. Aber das ist so, ich weiß nicht, wie man so am Tisch sitzt, ne, und isst, so ist das da. Das ist so Fast Food, das ist so nicht mit den Augen und man isst dann nicht mit den Augen bei den Karten. Ist ein Spiel, ich weiß, ist ein Stichspiel, aber Es trotzdem, ist ein Stichspiel. ja, aber trotzdem ist es für mich, weiß ich nicht. Ich kann es nicht erklären, also Okay. gut, haken wir es ab. Aber man merkt schon, das Spiel, da spalten sich bei uns die Geister und auch die Emotionen. Ja. Ein anderes Spiel, was die Emotionen oder hochkochenden Emotionen dann eher runterbringt zur Besinnung und es etwas ruhiger angehen lässt, ist Sagani von Uwe Rosenberg. Genau, haben wir mal wieder langsam runtergespielt. Wobei, das ist auch so ein Spiel, da machst du immer klick, 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 klick und ich gucke dann immer. Wobei, beim letzten Mal war, Du glaube hast ich, beim letzten Mal aber da gewonnen. habe ich beim letzten Mal gewonnen. Ne? Da war, glaube ich, ganz gut. Ja, doch, das Das war sogar Ergebnis. relativ knapp. Du hast gewonnen Ja. mit 75 zu 71, denn bei Wow. zwei Spielern gewinnt der, der als erstes 75 Punkte hat. Ja, dann war das schon ein bisschen ausgeglichener. Aber ansonsten ist es so, dass bei Thorsten immer ja schnell die Scheibchen umgedreht werden und bei mir nicht. Und aber ja, ist ein gemütliches Spiel. Also das ist jetzt kein Stressspiel, wie du schon sagst. Das ist so ein Spiel zum Runterkommen, wo man zwar auch ein bisschen überlegen muss, klar, welche Karten man dann Ja. letztendlich nimmt von den Farben her, was am besten und was schnellsten ja, runterzuspielen ist quasi. Aber ja, ist ein gemütliches Spiel, darf gerne wieder auf den Tisch kommen. Wobei wir es bisher auch nicht geschafft haben, mit mehr als zwei Spielern zu spielen, ne? Haben wir Wenn ich das nicht das. auch noch mal irgendwann mal zu dritt schon mal gespielt? Nee, Nein, auch bis nicht. jetzt noch nein. Bisher war es immer nur das Zwei-Personen-Spiel oder ich habe es auch natürlich durch die Solo-Variante einmal alleine Ja. ausprobiert. Was auch gut funktioniert, aber zu dritt, zu viert haben wir es noch nicht gemacht. Dann müssen wir das auf Das jeden muss Fall auf auf jeden Fall unsere gemacht werden. To-Do-Liste. Ja, Dann, dann auf deiner ja, Seite wieder. kommt ein Spiel, was ich immer wieder gerne auf den Tisch bringe, mit der Ja, Erweiterung Zimmerfrei, die Taverne im tiefen Tal. ja. Ja, was soll ich dazu sagen? Vielleicht fange ich da gerne einfach mal an. Wir haben das wieder einmal auf den Tisch gebracht mit dem Erweiterung Zimmerfrei, da das zusätzliche dritte Modul, also eins fehlt, damit wir wirklich sagen können, wir haben alles drin. Diesmal haben wir dann mit dem dritten Modul dabei gespielt. Da bekommen wir durch asymmetrische Fähigkeiten bei den Schankwirten selber nochmal irgendwie besondere Kniffe. Der eine, der war irgendwie Kaufmann, der sah dann immer, wenn er seine Gäste bedient hat, das war ich in dem Fall, glaube ich, der hat dann zusätzliche Münzen generiert, wenn er die Leute mit Bier bedient hat oder so. Ja, wir haben, jeder hat einen anderen Charakter gehabt und es war auch so, dass es am Anfang, ja gut, du hast, glaube ich, auch zuerst ausgewählt die Karte, deswegen hattest du dann auch die bessere Chance, oder war das so, hast du letztlich, ich weiß das schon gar nicht mehr. Nee, dadurch, dass wir hier bei diesen zusätzlichen Fähigkeiten der Marktleute, sage ich gerade schon, der Schankwirte, ist es ja so, es gibt ja auch schon bei dem Basisspiel ja eben diese asymmetrischen Startfähigkeiten mit den blauen Karten. Wir haben beide mit reingenommen und dann hat man als Startspieler die Wahl, nehme ich aus der Erweiterung hier die asymmetrische Fähigkeit oder hier die Karte aus dem Basisspiel. Dann der nächste Spieler im Spielerreihenfolge sucht sich eins von beiden aus. Der Drittspieler, wir haben es zu dritt gespielt, also damit der letzte Spieler, der nimmt sich dann beides, jeweils einmal davon, einmal davon. Und dann geht es zurück und man muss sich dann immer für das andere entscheiden. Ja. Mir macht es nach wie vor Spaß und ich freue mich auf den Tag, wo wir es dann spielen und ab da wiederholt spielen werden, weil es davon mir das gerne immer wieder auf den Tisch kommen. Alle Module drin sind. Das ist das, das wird dann so richtig schön anspruchsvoll. Das merkt man auch in der Spielzeit. Wir haben also jetzt dann da zu dritt. Auch mit teilweise noch Erklärung der verschiedenen neuen Module haben wir so circa 2 Stunden gespielt.
Irgendwie 60 Minuten steht drauf, das passt dann irgendwie nicht mehr so ganz. Aber das stört mich tatsächlich, wie bei vielen anderen Spielen, auch einfach nicht, weil wenn mir das Spiel gut gefällt, dann merke ich gar nicht, wie die Zeit verloren geht. Das stimmt, ja. Also dadurch, oder nicht verloren geht, falls Schott verfliegt, weil man einfach mehr Möglichkeiten hat. Mhm. Aber keiner hat irgendwie eine auffallende Downtime, weil man ja wirklich doch auch die ganze Zeit am Überlegen ist, was mache ich denn jetzt, bis ich wieder dran bin? Ja, das stimmt. Also es kommt immer wieder bei uns auf den Tisch und ich glaube, wir haben auch mal gesagt, dass das einmal im Monat, ich komme jetzt nicht dran beim nächsten Spiel, einmal im Monat bei uns bestimmt auf den Tisch kommt. Das wäre schön. Durchschnittlich haben wir das so. Dann haben wir noch mal ein Spiel, das erste Mal neu gespielt, seitdem es bei uns eingezogen ist. Mission ISS, ja. Manage die Station von Spitzspiele. Mhm. Haben wir zum ersten Mal gespielt, wie du gesagt Dritt hast. Dritt auch in Dritt. Dem Fall, genau. Ja. Bis zu 4 Leute können es ja spielen, ja. Ab 12 Jahre. Und war auf jeden Fall ein interessantes Erlebnis. Aber es ist so, vom Spielerlebnis her ist es so, wir haben es jetzt einmal gespielt. Mhm. Und vielleicht spielen wir es auch noch mal zu zweit. Aber man weiß ja jetzt, wie es funktioniert. Wir wissen noch nicht, wie es dann sich spielen lässt. Ob da jetzt dann der Wiederspielreiz da ist für uns. Ne? Weil sehr speziell ist das Spiel. Ne? Also man sollte sich schon, bei dem Spiel sollte man sich schon auf jeden Fall mit Raumfahrt und auf jeden Fall mit solchen Sachen total interessieren. Man darf auf jeden Fall hier nicht außer Acht lassen, wir bauen thematisch die Raumstation ISS auf. Das Ganze ist dann so auch aufgebaut mit wirklich eigentlich sehr viel liebevollen Details da drin, dass das schon in der Anleitung auch die verschiedenen Forschungen, die man betreiben muss, auch erklärt werden, warum, wieso, weshalb wird das auch in echt gemacht. Mhm. Und man hat also auch einen kleinen technischen Handout hinten drin, dass man genau sieht, welches Modul wurde wann gebaut, was bewirkt dieses Modul außerhalb des Spiels in der Realität oben im All. Mhm. Man merkt schon, dass sich hier der Autor und die Leute, die das Spiel designt haben, echt eine Menge Mühe gegeben haben, es thematisch gut zu gestalten, was ich auch gut finde. Wie du schon sagst, spieltechnisch bin ich echt gespannt darauf, ob ein großer Wiederspielwert da ist. Weil unser Freund hat schon gesagt, okay, gespielt, ist nett. Er hat es gesehen, aber er würde es jetzt nicht nochmal mit uns spielen wollen. Mhm. Ich bin gespannt, wenn wir es zu zweit nochmal spielen, oder ich versuche es auf jeden Fall nochmal in der Solo-Version, ob wir da feststellen können, gibt es tatsächlich einen gewissen Wiederspielreiz. Genau, das müssen wir noch für uns rauskriegen. Vielleicht hat einer von euch ja auch schon mal das Spiel gespielt. Dann könnt ihr das gerne mal in die Kommentare schreiben, was ihr dazu sagt. Auf jeden Fall braucht ihr Platz auf dem Tisch, weil das Ding wird nach und nach echt groß. Genau. Ja, dann haben wir als nächstes wieder einen Neuzugang bei uns. Und zwar ein Zwei-Personen-Spiel. Was wir gleich an dem gleichen Tag zwei miteinander gespielt haben. Ja, Great Plains ist das und ist von Lookout-Spiele, ist von dem gleichen Team, was auch Mandala gemacht hat vom Lookout. Und aber es ist vom Spielen her nicht so gemütlich wie bei Mandala. Also es ist nicht so meditativ runterkommen, sondern ich würde es schon eher Richtung stark Strategie und stark. Ja, wie beim Schach. Man muss sehr extrem überlegen, was man macht. Ja. Es ist ein sehr taktisches Spiel, würde ich sagen. Für 2 Personen, 20 Minuten ab 10 Jahren. Und hat uns auf jeden Fall Spaß gemacht. Auf jeden Fall, denn es ist im Grund ein abstraktes Spiel natürlich mit Area-Control-Elementen drin. Deswegen auch sehr konfrontativ eigentlich. Ja. Man gewinnt nichts dabei, wenn man schön außenrum baut bei 2 Spielen. Dafür ist das Spielareal einfach zu eng. Ich bin gespannt, ich freue mich auf weitere Partien, um nochmal die Finessen rauszukriegen, weil durch bestimmte Totems kann ich die Figurensteine von mir verschieden bewegen und nicht immer nur gerade links, rechts oder sowas. Mhm. Und weil wir auch verschiedene Höhleneingänge haben und auch durch die verschiedenen Spielplänteile gibt es eine gewisse Varianz auch da drin. Also ich finde Figuren auch ganz süß. Ja, wir haben ja einmal thematisch, einmal, glaube ich, einen Fuchs und einmal eine Schlange oder sowas. Genau, ne? Aus Holz. Aus Holz. Und ja, auch hier nach wie vor schnelles taktisches Spiel. Ich hätte beim Lesen der Regeln nicht erwartet, dass es tatsächlich so viele taktische Möglichkeiten gibt in dem kleinen Spiel hier. Mhm. Da bin ich gespannt, ob die Erwartungshaltung nach den ersten 2 Partien auch so bleibt. Da bin ich auch gespannt. Also kommt auf jeden Fall wieder auf den Tisch bei uns. Ja, dann als nächstes haben wir... Wird's verrückt, genau. Und zwar haben wir, tada, Game of Quotes gespielt.
Verrückte Zitate, richtig. Ja, das haben wir zu dritt gespielt im Juli. Zweimal sogar. Zweimal mit zwei verschiedenen Personen. Und ja, verrückte Zitate passend zu suchen und sich zu überlegen, macht schon Spaß. Ja. Ist aber auch ein Spiel, was ich jetzt persönlich nicht den ganzen Abend füllend spielen würde. Mal so zwischendurch kann man das gerne spielen. Ich bin ja nicht ganz so sehr der Wortspiel-Fan, aber Zitate, doch, wenn man die Zitate kennt oder wenn man die Person kennt, von denen die Zitate kommen auf den Kärtchen, ist es schon interessant, die Kombination dann. Also ich kann mir sehr gut vorstellen, mir hat das Spiel echt gut gefallen, auch weil es innerhalb der vier Runden, die man spielt, kleine Abwandlungen gibt in der Reihenfolge, wie wir an die Zitate, an die Quellen kommen. Ja. Denn hier geht es tatsächlich ja darum, dass wir die Originalquelle nicht zu dem Zitat nennen. Es gibt ja bestimmte berühmte Persönlichkeiten, die Zitate ausgesprochen haben, die das Wort geprägt haben, den Satz geprägt haben. Hier nehmen wir aber genau dieser Person den Satz aus dem Mund und geben dem einer anderen Person quasi. Und dabei müssen wir lustig sein. Und derjenige, und der am Tisch am lustigsten der ist, gewinnt das Spiel. Der gewinnt das Spiel. Macht mir tatsächlich Spaß. Wie du schon sagst, ich würde es jetzt nicht den ganzen Abend spielen wollen. Ich kann mir das zum Beispiel aber echt gut vorstellen. Für die Eröffnung zum Beispiel, wenn man jetzt sich das erste Mal so zum Lockerwerden einfach mal trifft oder so. Mhm. Vielleicht sogar auch, weil wenn man jetzt mal die Schachtel mal außer weglässt und wirklich nur den kleinen Block und die Karten mitnimmt, wobei da schon ein gewisser Stapel dabei ist, könnte ich mir sowas zum Beispiel auch echt gut vorstellen in einer etwas ruhigeren Kneipe oder ähnliches, Gaststätte oder ähnlichem. Weil es macht echt eine Menge Spaß. Man muss aber wirklicherweise sagen, hier, es steht 16 plus drauf. Ja, könnten auch jüngere Leute spielen, aber weil da teilweise doch dann auch Zitate drin sind aus allerlei Bereichen, Popkultur, Politik und Ähnlichem, da sollte man dann schon darauf achten, dass dann da auch manchmal das dann auch sehr derb werden kann. Genau. Ja, das nächste Spiel auf unserer Liste, haben wir nicht hier, hat wieder jemand zum Spielen mitgebracht, und zwar Harry Potter Hogwarts Battle. Auch Kampf um Hogwarts auf Deutsch, erschienen bei Cosmos. Genau. War ein Wunsch, dass du, den du ja geäußert hast, dass das unser Freund ja mal mitbringt zum Spielen. Genau, ich wollte es mal ausgetestet haben, weil ich eigentlich Harry Potter eigentlich ja die Filme, die Bücher natürlich mir auch angeschaut und angelesen habe, damals, als Harry Potter so beliebt war. Und ja, ich wollte natürlich dann auch wissen, wie funktioniert das Spiel. Und ja gut, es gibt ja einige Harry Potter-Spiele. Wir haben noch kein einziges probiert, ne? Die anderen haben wir auch noch nicht. Nein, tatsächlich nicht. Aus diesem Universum, sag ich mal, gespielt. War das erste Mal, dass wir was gespielt haben. Haben wir jetzt, glaube ich, zwei Runden haben wir gespielt, ne? Zwei Partien. Genau, ist ein kooperatives Spiel, ne? Ein Deckbuilding-Spiel. Mhm. Und mir hat Spaß gemacht. Wir haben dann klein angefangen mit den Einführungsszenarien. Die vielleicht fortgeschritten dann nicht so toll finden, die fangen dann später an in den Jahren, weil man spielt für die Schuljahre durch. Aber ich wollte, genau wie du ja auch, da bist du ein Riesenfan von Anfang an das quasi sehen, wie da was entsteht. Und man konnte schon so ein kleines Gefühl dafür kriegen, je weiter man durch diese Schuljahre kommt bei Harry Potter und Co., dass es dann schon so ein bisschen anspruchsvoller auch wird und auch spannender tatsächlich wird. Ja. Ja, das, also klar, man kann sich das nochmal anschauen, das Spiel. Können wir auf jeden Fall nochmal irgendwann nochmal spielen, dass wir dann schauen, wie das denn weiter funktioniert. Ja, dann als nächstes haben wir wieder einen Neuzugang, der ist auf deiner Seite. Wir bleiben auch nochmal bei Lookout-Spiele. Da hatten wir ja gerade schon Gewalt Plains euch einmal gezeigt. Genau. Hier haben wir jetzt das Llama Land oder Llama Land von Phil Walker Harding. Den Autoren kennt man vielleicht auch. Wir haben ja auch schon mal über eines meiner Lieblingsspiele gesprochen, Bärenpark. Von dem ist nämlich Bärenpark und jetzt auch das Llama Land. Ja. Auch ein Puzzlespiel. Was macht aber hier für mich dieses Puzzlespiel etwas besonders anders als das Bärenpark, was ich gerade schon genannt habe? Wir bauen hier jetzt nicht unbedingt nur in die Breite, sondern Lamas und Hochebenen. Wir bauen in die Höhe tatsächlich. Genau, und wir müssen die Lamas füttern, um Karten zu bekommen. Richtig, genau. Denn wir wollen die heiß begehrten Lamas. Diese füttern wir mit Mais, Kartoffel oder mit Kakao. Diese Ressourcen bekommen wir, indem wir diese Plättchen, wo diese Ressourcen drauf sind, überdecken mit einem anderen Plättchen.
Dazu helfen uns dann Bewohner aus den Dörfern, wo ich dann Handel betreiben kann, einmalig pro Runde oder eben halt besondere zusätzliche Goodies kriege, weil ich drei verschiedene Ressourcen auf einmal abdecke oder sowas. Macht mir vom Ersteindruck her tatsächlich Spaß. Ja, wir haben es zu zweit und zu dritt gespielt bislang. Ja, Und stimmt. ja, macht auf jeden Fall schon mal Spaß und auf jeden Fall ist man auch interessiert, wie es denn sich weiterentwickelt, wie man denn weiter mit dem Spiel, ja, wieder Spielwert im Laufe der Zeit ist. Es wird auf jeden Fall noch öfters bei uns auf den Tisch kommen in der nächsten Ja. Zeit. Auf jeden Fall. Oh, die Lamas sind so süß, die kleinen Holzdinger. Ja, also ich denke schon, wir werden einen gewissen Widerspielwert haben, weil wir eben halt immer mit einem unterschiedlichen Satz Auftragskarten auch arbeiten, wodurch wir am Ende diese zusätzlichen Siegpunkte generieren können. Da Ja. bin ich echt gespannt, auf wie die weiteren Partien werden. Ja, dann als nächstes haben wir, was wir dann gespielt haben, ist einmal Dragons. Und ja, das ist so ein Spiel, das hatten wir vor einiger Zeit, ich glaube letztes Jahr oder so, hatten wir das schon mal mit einem Freund gespielt gehabt Der hat es und mitgebracht, der hat genau. es mitgebracht und aber nur einmal und jetzt haben wir es nochmal ein zweites Mal spielen wollen. Deswegen haben wir uns das einmal ja, angeschaut Denn und haben es dreimal gespielt zu zweit. ja, direkt, ich glaube sogar alle hintereinander weg, drei Partien, ne? Ja, genau, drei Partien hintereinander. Genau. Fand ich ganz witzig, weil wer Tanja kennt, der weiß, Drachen gehen bei Tanja immer. Ja. Deswegen musste dieses Spiel auch bei uns sein. Deswegen fandest du es aber nicht witzig. Witzig Und fandest du, ich. warum, wie die drei Spiele waren. Ja, ich fand es halt sehr interessant. Wir haben es deswegen dreimal hintereinander gespielt, weil wir gesagt haben, nee, nee, nee. Also mit dem Unentschieden geht keiner ins Bett. Wir wollen schon eigentlich einen Sieger haben. Aber vor allem war das ganz witzig. Wir ziehen ja eigentlich am Anfang verdeckt eine Auftragskarte. Tanjas erste Auftragskarte war grün, glaube ich, wenn ich Es richtig in Erinnerung ging die habe. ganze Zeit um das Grün irgendwie. Grün Und hat immer gewonnen und irgendwie dann hast du in der ersten Partie mit Grün gewonnen, dann haben wir die zweite Partie gemacht, wir haben die Karten gemischt, die Auftragskarten, da hatte ich die grüne Karte, da habe ich sie dann gewonnen. Und in der dritten Partie weiß ich jetzt gerade gar nicht, wer gewonnen hat, auf jeden Fall hatte derjenige auch gewonnen, hatte ich du gewonnen. hast auch wieder mit Grün Und da gab es auch gespielt. wieder die grüne Karte. Also Ich mag ja die grüne Spielkarten. Ich mag ja Grün, das ne? fand ich Aber irgendwie dann doch faszinierend, dass da immer der grüne Drache gewonnen hat. ja. Das war schon. Obwohl Wann es ja insgesamt 7 Stück an der Zahl ergibt. haben wir grünlastig gespielt? Irgendwie gezogen oder so? Ja, nö, der Auftrag war ja auch immer da, ne? Ja, und das nächste Spiel, jetzt wird es schwer. Da, ja, da haben wir uns natürlich besonders auch drauf Ja, gefreut da auf das ging auch Spiel. einige Stunden mittlerweile rein in Ja. dem Monat. Wir haben in Summe nämlich dann jetzt dreimal das Spiel gespielt. Genau. Und Gesamtspielzeit liegt bei irgendwie um die 5 Stunden, die wir im Monat Juli gespielt haben. Ja, die Zwerge, Big Box haben wir hier. Wir haben das mehrmals gespielt, also dreimal. Und wie du schon gesagt hast, auf jeden Fall haben wir es aber einmal zu zweit gespielt und zweimal zu dritt. Und wir haben bei die ersten, also zweimal haben wir das erste Buch gespielt und einmal haben wir das zweite Buch gespielt. Richtig, genau. Also wir haben zu zweit, um reinzukommen, nochmal das erste Buch gespielt, ohne Erweiterung, die ja auch schon hier mit drin sind. Dann haben wir das erste Buch nochmal zu dritt mit einem Freund von uns gespielt, der das Spiel noch gar nicht gespielt hatte, der kannte das noch nicht. Und mit einem zweiten Spieletag in dem Monat haben wir das mit einem Freund gespielt, der uns das in der Grundversion schon mal mitgebracht hatte, zum Zeigen und zum Spielen. Mit dem hatten wir schon das erste Abenteuer, das erste Buch gespielt. Und da war auch von ihm der Wunsch da, nee, ich möchte jetzt gerne mit euch mal das zweite Buch versuchen. Das erste kannten wir ja schon alle, wie das da funktioniert und wie man das Spiel besiegen kann, da man ja hier kooperativ spielt. Und ich fand da tatsächlich die Aufgabenstellung sehr knackig. Irgendwie anders als im ersten Buch haben wir zu dritt es zwar knapp verloren, aber am Anfang doch sehr schnell sehr stark einen auf die Hucke bekommen, weil auf einmal sehr schnell totes Land sich ausgebreitet Ja, hat. das lag einfach Die daran. Armeen wurden immer Ja, mehr. es lag daran. Ja, wir haben da zu dritt gespielt. Und ich habe immer gesagt, da ist die Gefahr. Die kommen zusammen. Oh, das ist nicht so schlimm, hörte ich dann nur von euch. Ist nicht so schlimm. Ja, ich Und konnte ich auch habe. nichts anderes machen, außer für euch Werkzeug herstellen. Ja, aber ich habe immer gesagt, wir Ich müssen stand doch die ganze Zeit in der aufpassen. Da hinten Schmiede. die kommen. Ah, das ist nicht so wichtig. Ja, sicher ist das wichtig. Wir haben ja immer weniger Zeit gehabt, weil die ja zusammengekommen sind. Deswegen haben wir dann die Partie verloren. Aber ja, Naja, ob das passiert. deswegen gelegen hat. Doch, doch. Naja. Weil wir nicht die Aufgaben
ausgeglichen haben. Wir haben ja, richtig. Ihr habt nicht die ganze Zeit nur Werkzeug machen lassen in der Schmiede. Ja, genau. Und wir haben an der falschen Ecke gekämpft und beziehungsweise uns fokussiert auf das Falsche. Wir hätten die Aufgaben oder das, was man an Aufgaben hat, das hätte man mehr verteilen müssen, gleichmäßig, sodass halt hinten diese beiden Steinchen sich nicht treffen können. Also da hätten wir eher was machen müssen. Auf jeden Fall, das Spiel macht uns, wie ihr vielleicht hört, nach wie vor Spaß, auch wenn man mal verloren hat. Das Material ist ohne Frage erhaben, finde ich. Das macht echt Spaß, das auf dem Tisch aufgebaut zu sehen und zu sehen, auch wenn die Armeen immer mehr werden und sich auf der Karte ausbreiten. Das ist schon echt imposant, wenn sich da diese Holzorks, Holztrolle und Holzalbäder irgendwie ausbreiten zu sehen. Genau. So, und was haben das wir denn? Das letzte Spiel dieses des heutigen Tages. Genau, haben wir gespielt. Erstpartie und insgesamt haben wir 4 Partien gespielt. Ja. In verschiedenen Zusammensetzungen. Immer ja, zu zweit oder eben halt auch zweimal zu dritt. Genau. Und ja, hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Man schießt sich die Figuren gegenseitig um die Ohren. Und ganz lustig, du hast, glaube ich, am meisten Spaß. Also ich habe echt Spaß an dem Spiel. Es ist ein schönes Spiel, auf jeden Fall. Ne? Aber ich glaube, diese Art von Spielen, die spiele ich nicht mehr mit dir. Warum nicht? Weil ich von 4 Spielen 4 gewonnen habe? Ja, du machst immer tipp, tipp, tipp und ja, irgendwie... Du triffst. Ich habe halt Fingerspitzengefühl und ein gutes Augen-Hand-Koordinationsvermögen, ja. Und ich bin immer, meine Figuren sind immer über das ganze Ding drüber geflogen. Also von dreimal geschossen habe ich einen getroffen. Nicht nur rohe Gewalt walten lassen. Mit Gefühl. Ja, mit Gefühl. Also, ehrlich. Aber es macht trotzdem Spaß, das Spiel. Ist toll, also es macht echt Spaß. Ich muss mal üben. Ja, mach das ruhig mal. Also, ja, Flying Goblins ist es tatsächlich, ihr habt es gehört, ein bisschen, es ist ein kleines Geschicklichkeitsspiel. Wir haben Holzwippen, katapultieren unsere Kobolde in eine Burg, um Gold oder Münzen zu bekommen, Goldmünzen zu bekommen, mit denen wir weitere weitere Goblins kaufen können, rekrutieren können in dem Spiel. Oder wir errichten einen Totem, denn es gewinnt der Spieler, der entweder zuerst 4 Stufen seines Totems aufbaut oder aber der als je abhängig von der Spieleranzahl eine gewisse Anzahl an Diamanten aus der Burg stiehlt. Und da ist dann auch vielleicht der Punkt, wo Tanja mal sagt, Mensch, wie geht das denn so schön? In der Mitte ist ein auch schön, weil man aus der Schachtel heraus direkt spielt. Wir haben dann noch so einen richtigen Turm in der Mitte, wo der König oben am Anfang drauf sitzt. Ja. Und immer wenn man in den Turm reinschießt, weil das die höchste Stelle ist, die nicht ganz so leicht zu treffen ist, da kriegt man entweder sofort 3 dieser Diamanten oder eben halt, wenn man vor dem König weggeschnipst hat, bekommt man einen Bonus und kommt in Summe auf 5 dieser Diamanten. Ich glaube, bei 3 Spielern waren es 25 Diamanten. Das heißt, es ist im Idealfall 5 Treffer da rein, wenn man den Balkonbonus hat. Ja, den und hast schon du ist ja das Spiel vorbei. Den hast du ja sowieso immer gefühlt immer gehabt. Ja, das sind so die Spiele, die wir in diesem Monat gespielt haben. Und die haben wir jetzt schon August, aber im Juli gespielt haben. Und ihr könnt ja gerne mal in die Kommentare schreiben, was ihr glaubt, was unsere Top 3 des Monats ist. Das werdet ihr nämlich im nächsten Video erfahren. Mhm. Und dann werden wir das nämlich auflösen, was unsere Top 3 ist bei den Spielen. Und werden natürlich dann nochmal hier und da noch ein bisschen was zu den Spielen erzählen. Ja, für heute war es das. Wir sagen tschüss. Bis zum nächsten Mal. Die Hausis, Tanja. Thorsten. Und Familie Enterich. Tschüss. Tschüss. Und hier seht ihr wie immer Videos, die wir euch empfehlen. Und sollte das Top 3 Video schon online sein, findet ihr das natürlich auch hier. Tschüss.